Also freut mich, dass Sie so zahlreich vorbeigekommen sind. Ich möchte mich vorstellen, ich bin Dr. Christian Philipp, Funktionsoberarzt im Haus, und ich habe schon gesagt, wir arbeiten mit Leopoldina zusammen, und heute vertrete ich meinen Chefarzt Dr. Blanke, der in beiden Häusern mal Chefarzt ist, und ich werde heute über Fuß- und Handchirurgie reden. Ich möchte erst mal hinweisen, da haben wir ein Webseite, das vom Chef ans Leben gerufen wurde. Hier ist über Orthopädie Ratgeber, da können Sie viele Krankheiten, mal nützliche Informationen, Ablaufen von Operationen oder so nachschauen. Die Prospekte finden Sie da vorne, können Sie gerne mitnehmen, und nach dem Vortrag können Sie gerne fragen. Gut, also jetzt möchte ich hier keine Universitätsvorlesung halten. Das ist der Hauptsache, dass wir ein paar Krankheiten zeigen, was bei Ihnen vorbeikommen kann. Ich sehe schon hier ein paar Verbände an Händen und Fingern, und dass Sie erkennen, was das ist. Ich habe sowas oder der Nachbar hat sowas, und dann mal ein paar Vorschläge geben, wie man es behandeln kann. Unsere erste Krankheit ist der Carpal-Tunnel-Syndrom. Das ist ein häufigster Engpass-Syndrom. Das bedeutet, dass ein Nerv unter Druck ist, und das kann Beschwerden machen. Was für eine Beschwerden macht? Das ist Schmerzen, vor allem in der Nacht. Und betroffen sind vom Nerv versorgte Gebiete. Wenn man hier sieht, dann der Daumen und die zwei Finger und der Ringfinger eine Seite. Da sind die Pärzigkeitsgefühl, und im späteren Verlauf, wenn der Nerv beschädigt ist, wie ihr auf dem Bild seht, kommt es zu einer Muskelatrophie. Also die Muskulatur wird auch eingeschränkt, deswegen der Kraft wird weniger. Woher das kommt, das wissen wir meistens nicht. Es kann zum Beispiel von Schwangerschaft, von Schilddrüsenproblemen, wenn ich einen Speichelbruch habe, oder Unkalogenese auch kommen, oder wenn ich mit Vibration arbeite. Und das habe ich schon gesagt, dass es dann letztendlich mal zu einer Muskelatrophie führen kann. Die Diagnostik ist ganz einfach, eine Anamnese und eine klinische Untersuchung. Wenn es schon eine kleine Muskulatur ist, dann können wir mal wissen. Aber es ist auch hilfreich, wenn der Neurologe das ausmisst, dass das Problem in der Nerv liegt und deswegen die Leitung ist gestört, und da müssen wir eine Therapie machen. Bei Anfangsstadium können wir konservative Therapie machen, das bedeutet überwiegend nächtliche Schiene, Ruhigstellungen, dass man das ein bisschen beruhigen kann, die Schwellung zurückgehen kann, oder wenn es nicht geht, dann müssen wir operativ versorgen, dann muss diese überbrückende Struktur praktisch durchtrennen, das kann man offen machen. Muss nicht unbedingt so große Schnitt machen, das kann kleinere Schnitt machen oder kann endoskopisch machen. Dann sieht so aus, dass der Nerv freigelegt ist, und dann wird es wieder gut leiten und die Beschwerden werden weggehen. Nachbehandlung ist ganz einfach, das wird ein paar Tage ruhig gestellt und in Gipsschiene, das ist schmerzlindert, und danach werden wir das wegnehmen, und der Patient kann es die Hand mal bewegen, damit es nicht wieder zur Vernarbung kommt. Es kann sein, dass es die Beschwerden trotzdem bleiben, wenn es nicht vollständig gespalten ist oder es wieder vernarbt, und kann man auch die Nervenästen verletzen. Das ist ein Risikofaktor bei der Operation. Gut, und die Nachbehandlung ist auch wichtig, dass wir die Wunde mal regelmäßig behandeln und gut versorgen, aber die Ergebnisse sind relativ gut. Andere Krankheit ist der Morbus Dupuytren, das wurde von einem französischen Chirurg ernannt. Das ist eine gutartige Bindegewebeerkrankung, und das betrifft vor allem die Männer, und das wird dann so ausschauen im Leben. Was das ganz genau ist, das ist der palmare Fascia, nennen wir es so, das ist die Bindestruktur, was praktisch die Haut auf die richtige Stelle hält. Wird irgendwie vernarbt. Woher das kommt, das wissen wir nicht. Das ist häufiger bei Männern. Alkohol kann ein Spiel da eine wichtige Rolle spielen. Oder wenn wieder vibrierende Arbeit oder schwerbelastende Arbeit ist mit der Hand. Hat viele Stadien. Erstmal kommen nur Knoten. Betroffen sind meistens Ringfinger, aber kein Finger, und Mittelfinger kann auch betroffen sein.
dann werden so Strangulationen kommen und wird es beim Finger gebeugt sein. Dann wird der dritte Stadium ist schon ein Streckdefizit. Und das ist das vierte Stadium, das kann bis zum ganz Handballen mal vorbeugen, dass man den Finger überhaupt nicht strecken kann. Jawohl, das haben wir schon gesagt. Die Sehnen, die Beugesehnen sind nicht betroffen, das ist die Weichteile, was hier die Probleme führt. Diese Krankheit muss überwiegend operiert werden. Konservative Therapie kann man im Frühstadium zum Beispiel sogenannte Needling machen, wo wir das Aufstechen dieser vernarbten Gewebe mit der Hoffnung, dass es dann heilen kommt. Da kann man aber Infektionen reinbringen oder kann man auch, dass es Nervenverletzungen führt. Die operative Versorgung wird mit einer Lupenbrille durchgeführt, dass die Nerven und Gefäße an der Hand geschont werden. Das ist sehr wichtig, weil das ist ein sehr empfindlicher Organ. Und der Schnittführung wird meistens so zigzagförmig, dass es bei einer Vernarbung eventuell nicht wieder zu einer Kontraktur führt. Dann wird dieser verderbte Gewebe freigelegt und entfernt. Die Nachbehandlung ist danach, so sieht es aus nach der Operation, also zigzagförmige Schnitten, dann wird es zugenäht und relativ früh Stadium kann der Patient wieder bewegen. In den ersten paar Tagen ist es so, dass der Patient nur passiv die Finger mal bewegen soll und dann lassen wir immer mehr, weil wir müssen vermeiden, dass es wieder vernarbt. Das ist unsere große Angst, dass der Patient nach Hause geht und dann nichts macht, ruhig stellt, eventuell in Gipsschiene und dann zwei Wochen später kommt er wieder mit dem gleichen Befund. Wir haben gute Ergebnisse, der Schäfersbanker macht das wunderschön, die Operation. Und dann können solche Schienen tragen, dass man es hilft. Jawohl, das habe ich schon gesagt. Und die konservative Therapie, die sogenannte Needling, das bedeutet von Englisch übernommen, dass wir reinstechen. Das sieht dann so aus und dann kann es so. Andere alternative Möglichkeit, ein Kollagenase-Enzym, Sioxiopex, reinspitzen. Das löst praktisch diese Gewebe auf. Das kann man auch in Frühstadium machen. Das kann aber auch zu Infektionen führen und kann auch Schwellung oder Rötung verursachen. Andere Methode ist, was wir öfters verwenden können, die sogenannte Stoßwellentherapie. Das ist auch nur am Anfangsstadium, also wenn es noch nicht zum Kontraktur ist, mit Stoßwellen. Das machen wir in Leopoldina Krankenhaus in Schweinfurt. Grüße die Neue. Da können wir, Vorsicht. Jawohl. Hat überlebt. Sehr gut. Nehmen Sie Platz. Damit können wir unter ein paar Sitzungen mit Vibrationen da zu Heilung bringen oder mindestens die Beschwerden lindern und die Operation verzögern. Jawohl. Jetzt kommen wir zu einer weiblichen Krankheit, die Tendinomyelitis tenotensis, der Schnellen der Finger. Heute habe ich auch eine operiert hier im Haus, das war am Daumen, nicht am Ringfinger, wie am Bild ist, was das ist. Dass wir die Sehne mal am Finger gut leiten können, wir haben Bindestrukturen, die dann die Sehne da halten. Wir haben Ringbanden am Finger und das ist meistens hier, das ist der erste Ringband, ist irgendwelche Einengung oder Diskrepanz zwischen Sehne und Platz, was dem Ringband ist. Zum Beispiel, weil die Sehne entzündet ist oder irgendwelche Ganglion wächst oder irgendwelche traumatische Problem ist und dann entsteht diese Krankheit. Diese Krankheit sieht so aus, das sieht so in einem anatomischen Präparat, da sind die Ringbanden, das müssen wir aber nicht wissen. Das Problem ist, dass hier eine Verwölbung ist, wenn ich den Finger beuge, dann kommt irgendwann zu einer Blockade und dann, wenn es noch durchgeht, dann schnappt es plötzlich rein und das sind diese Beschwerden. Die Beschwerden kommen vor allem Frühstadium, also früh, später wenn es wieder eingespielt, besser. Und das führt dann praktisch die Patienten zum Arzt. Bei Kindern kann es auch sein,
bei Neugeborenen, da muss nicht erschrecken, das ist meistens ein Daumen, dass sie nicht richtig mal bewegen können, das wachsen sie aus, da muss nichts operieren, muss nichts weiteres machen, das ist eine kindliche Krankheit, was die Kinder auswachsen. Sonst eine schnellende Finger, egal welche Ursache, kann es besser sein, kann schlechter sein und irgendwann führt das dazu, dass der Patient zu Arzt kommt. Die Therapie ist ganz einfach, der muss diese Ringband spalten, damit die Sehne wieder frei laufen kann und dann ist es wieder das Problem gelöst. Die Nachbehandlung ist auch relativ einfach. Wir lassen den Patienten relativ schnell bewegen und damit es wieder nicht zu Vernarbung führt und in 2 Wochen kann der Patient seine Hand wieder wie normal benutzen. Alternative wäre Cortison-Injektion. Mit Cortison aber haben die Orthopäden und Chirurgen immer ein bisschen Bauchschmerz, weil der Cortison locker an der Sehne kann zu einer Sehnennekrose führen. Und das ist immer mal die Gefahr, wenn ich mal reinspitze, dass die Sehne irgendwann rupturiert und dann habe ich nicht nur eine schnippende Finger, sondern kann ich den Finger nicht bewegen oder nicht richtig bewegen. Deswegen kann man überlegen, die Operation ist relativ kleiner Schnitt, 1 cm kann man die Sehne spreizen. Risikofaktoren, dass man die Nerven, dass sie hier laufen, verletzt, ist immer da, aber es ist sehr gering. Jawohl. Gut, hier kann man auch mal Stoßwellentherapie mal probieren, wenn es Anfangsstadium ist, dann kann man damit weitergehen. Jetzt haben wir die Endoprothetik schon vor dem Vortrag mal erwähnt. Der Verschleiß, die Arthrose, also Gelenkverschleiß, satte Gelenk, das ist häufig betroffen an Handgelenk, das ist ein sehr bewegliches Gelenk und dann kann zu einem Verschleiß führen. Der Verschleiß bedeutet, dass der Knorpelschicht vom Gelenk abgekommen ist. Hier sieht man am Röntgenbild, das ist das Gelenkspalt, was diese schwarze Linie ist, ist deutlich verschmiert. Wenn wir hier ein gesundes Gelenk vergleichen, das ist schön rund und auch mal schön darstellbar, das Gelenk. Und hier ist alles so weißlich und mit den Knochen sind gewachsen. Das ist dann am Anfangsstadium, es ist nicht merkwürdig, aber dann später in der Zeit kommt es zu Schmerzen in diesem Bereich. Ich habe gesehen, dass sie schon mal Bandage dran haben, kann zum Deformierung führen und dann fehlt der Kraft. Der Daumen ist der wichtige Finger. Wenn der Daumen verliert, dann verlieren wir unsere 80% Funktion der Hand. Deswegen ist es dann keine enorme Einschränkung für ein alltägliches Leben, wenn ich mal ein Glas nicht aufmachen kann oder nicht halten kann. Jawohl. Ich habe schon gesagt, es ist die Morgensteifigkeit und Kraftminderung und dann Deformierung, dann kann so ausschauen und die Oma hat Probleme schon mit dem Flaschenöffnen. Die Untersuchung ist relativ einfach, die klinische Untersuchung, wenn es der typische Druckschmerz ist, Deformierung ist, dann verahnen die Chirurgen schon, was das Problem ist und dann müssen wir eine Röntgenaufnahme machen, kann man Vergleichaufnahme machen, hier handelt es sich um mehrere Verschleiße im Handwurzelbereich und auch mal mit Luxation schon im Sattelgelenk. Deswegen, da muss was machen. Was kann man machen im Frühstadium, wie zum Beispiel bei Ihnen, kann man Ruhigstellung machen, nächtliche Schiene oder Sabenverbände oder wir können sogenannte ACP-Therapie machen. Das werde ich mal sofort erwähnen, was das ist. Wenn es aber nicht hilft, aber erstmal der ACP-Therapie, das ist der autologe konstruierte Plasmatherapie. Das bedeutet, dass wir praktisch von eigenem Körper Heilungsfaktoren abnehmen und das ist in die Stelle, wo es Probleme gibt, wieder einspitzen. Das sieht so aus, das Blut, was wir hier abnehmen, diese spezielle Doppelspitze besteht aus 2 Teilen. Einmal die Zellen und einmal die Flüssigkeit. Die Flüssigkeit nennen wir Plasma und in diesem Plasma haben wir körpereigene Faktoren, Wachstumsfaktoren, sogar Opiaten, die dann
für uns Heilung bringen können. Das wird dann in Zentrifuga getrennt voneinander und dann werden wir diesen Plasmaanteil gewinnen, wo diese Faktoren praktisch konzentriert da sind. Und dann können wir in bestimmte Stellen, wo man Probleme hat, das einspitzen. Und das machen wir, so sieht das aus. Nach Abzentrifugieren sehen wir zwei farbige, unten sind die roten Blutzellen, dann kleine dünne Trennschicht, die sind die Blutplättchen und dann kommt dieser bernsteinfarbige Plasma, was wir dann mit dieser speziellen Spitze rausziehen können und dann 5-6 ml ins Gelenk reinspitzen. Bei satter Gelenksarthrose spitzen wir dementsprechend keine 6 ml rein, weil das für das Gelenk ist zu viel, aber 2-3 ml sollte reichen oder halbe Milliliter. Jawohl, das ist der Wirkungsmechanismus nach Forschungen, wie das ist. Hier möchte ich nur das erwähnen, das ist eine biologische Therapie. Also ich sage es immer so, das ist nicht so wie ein Kopfschmerzen, nehme ich ein Aspirin und eine halbe Stunde später habe ich keinen Kopfschmerzen. Das wirkt nicht so. Das ist ein biologischer Stoff, was die Wirkung ausüben muss. Deswegen müssen wir die Spitze je Möglichkeit mindestens dreimal machen und das müssen wir abwarten. Also nach einer Spitze, 2-3 Tagen kann man schon was merken, aber überwiegend nach 3 Spitzen und nach einem Monat Wartezeit kann man es einer Linderung der Beschwerden und der Symptome führen. Muss man auch sagen, mit dieser Methode können wir keine neue Knorpel züchten. Das können wir zurzeit noch leider nicht. Also das Gelenk wird nicht wieder wie neu. Damit können wir die Schmerzen und den Entzündungsprozess, was da im Gelenk da steht, lindern und zurückführen und damit die operative Versorgung eventuell rausschieben oder völlig nicht nötig machen. Hier sieht das aus, fängt mit einer Blutentnahme ein und dann, das ist ein bisschen hämolytisch hier, dann wird zum Beispiel mit Tennisellenbogen reingespitzt und dann wird es versorgt. Das können wir nicht nur da bei Rizarthrose, also bei Sattelgelenkarthrose verwenden, sondern können wir mal Schulter, Kniegelenk, wir können bei Hallux rigidus, also steife Großzieher, oder andere Gelenke oder Tendinopathie, also wenn ich zum Beispiel Tennis-Ellenbogen habe oder Plantarfasziitis habe. Jawohl. Wie kann ich es operieren? Wenn es alles nicht hilft, die konservative Therapie, da müssen wir, wenn große Beschwerden sind, dann operativ versorgen. Da können wir Resektion arthroplastisch machen. Das sieht man hier schematisch. Das bedeutet, dass wir praktisch hier das Knochen rausnehme und von einer Sehne, der da läuft, einen Platzhalter reinmache. Damit kann ich fast die gleiche Funktion erreichen, was früher. Ein bisschen instabiler ist es dementsprechend, aber die Schmerzen sind dann weg. Jawohl? Hat man da noch die Kraft, irgendwas zu schneiden? Ja, also das Ziel ist dafür, dass die Kraft dabei bleibt. Hundertprozentig ist es nicht. Aber das ist ein besserer Zustand als vorher mit der Arthrose. Also, und andere Art. Wie lange hält das? Das kann Jahrzehnte aushalten. Kann Jahrzehnte. In Medizin gibt es kein 100%. Ich kann es nur sagen, wie die Statistik zeigt. Andere Alternative ist die Endoprothetik. Was ein bisschen noch erforschen muss, also bei diesem Gelenk ist es noch nicht so ausgeübt. Da wird zum Beispiel in Bad Neustadt ein Vortrag in 2 Wochen stattfinden über Sattelgelenksprothetik, was sie Erfahrung haben. Wie ich gesagt habe, also das ist deutlich ein besserer Ausgang als mit der Arthrose. Das Ziel, was ich in 20 Jahren hatte, als 20-jähriger junger Mann, das ist sicher nicht zu erreichen. Aber das ist nicht unser Ziel, dass wir mal Speer werfen können und alles machen können. Das Ergebnis, dass wir mal Kraft haben, das ist da. Jawohl. Nach der operativen Versorgung müssen wir
das Gelenk ruhig stellen, dass es mal heilen kann. Das dauert meistens so 6 Wochen und danach muss dann intensive Physiotherapie und Ergotherapie machen. Und dann nach 3 Monaten kann man wieder mit schwerer Tragen und Heben anfangen. Also das dauert ein bisschen, das ist ein empfindliches Gelenk, große Beweglichkeit, deswegen dauert es ein bisschen länger, bis es zurechtkommt. Jawohl. Gut, heute habe ich ein ähnlicher Ganglion in der Sprechstunde gesehen. Das ist Ganglion des Überbein. Was das ist eigentlich eine Vorbildung irgendwelcher Struktur, was Flüssigkeit enthält. Das kann zum Beispiel eine Sehnenhülse sein oder ein Gelenk sein. Das kommt so eine kleine Schwellung vor. Manchmal ist es aber im Gelenk drin, dann sehen wir es nicht. Das ist meistens gefüllt mit so jellyartiger gelbe Flüssigkeit. Das ist dann normale Flüssigkeit, was in Sehne ist, dass wir erstmal gleiten können. Aber es kommt manchmal zu viel und dann kommt eine Verwölbung, was man Druck an der Arterie, was hier läuft, oder der Nerv ausüben kann, dass man Beschwerden oder stört einfach, wenn man sowas, so große Schwellung hat. Das ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern das kann man im alltäglichen Leben stören. Die Untersuchung ist relativ einfach, da müssen wir mit Ultraschall, da sehen wir, da Flüssigkeit drin ist und dann haben wir die Diagnose. Dazu gehört auch, dass wir Röntgen machen, dass wir sehen, dass irgendwelche Knochenveränderungen nicht da steht. Kann auch streckseitig, also rückseitig an der Hand und auch beugeseitig an der Hand vorkommen. Jawohl. Wie haben wir es behandelt? Früher war ein großer Schlag mit der Bibel, dann ist es aufgeplatzt und das war es weg. Muss nicht unbedingt operieren, kann man punktieren. Bei Punktieren muss man es wissen, das ist wie Marmelade. Also da muss man eine dicke Nadel nehmen. Es kann sein, dass man nicht viel ausziehen kann. Und weil es irgendwelche Flüssigkeitsversammlung ist, Ansammlung ist, was wir nicht wissen unbedingt, woher das kommt, zum Beispiel Überbelastung des Gelenkes oder der Sehne, dann kann es wiederkommen. Also bei einfacher Punktion, eine Hälfte der Fälle kann es wiederkommen, wieder gefühlt sein. Dagegen, wenn wir das operieren, das kann man das ausschneiden. Da kann auch eventuell wiederkommen, aber der Wiederkommenrate, dass es wiederkommt, ist deutlich weniger. Jawohl. Arthrosen im Fingergelenke betrifft auch die Menschen relativ viele. Es kann vom Rheuma bedingt sein. Wenn ich sowas sehe, dann sage ich, es ist eine rheumatische Veränderung, aber kann auch mal Überbelastung von der Hand. Das sind kleine empfindliche Gelenke. Arthrose, das haben wir schon gesagt, das ist Gelenkverschleiß. Da sieht man hier zum Beispiel, das Gelenk ist völlig verformt, teilweise luxiert, also ausgekugelt, und hat der Körper versucht, das mal, weil es schmerzhaft ist, mit Knochen mal überbauen, deswegen wachsen solche große Knochenstrukturen. Und es kommt mit der Zeit, aber es ist unterschiedlich, welche Alter. Bei Frauen sind häufiger betroffen wegen rheumatischer Erkrankungen, weil die Frauen einfach für Rheuma auch mehr belastet sind. Was sind die Symptome? Die Symptome sind die Schwellungen, die Verformung, Deformierung, aber es ist ein späteres Stadium. Am Anfangszeit kann es einfach ohne Beschwerden sein. Und in der späteren Zeit kommt die nächtliche Schmerzen, das ist typisch Verschleiß, dass es in der Ruhe mehr wehtut, als wenn es ein bisschen Bewegung kommt und es mal ein bisschen eingeölt ist. Und wenn das ganz später Stadium ist, dann ist praktisch das Gelenk steif und hat der Finger seine Funktion verloren. Jawohl. Also deswegen, das geht voran. Wie schnell, das können wir nur schätzen. Das kann man dagegen was machen. Kann man Physiotherapie machen, kann man konservative Therapie machen. Aber wenn es zu störender Veränderung ist, dann muss eventuell auch operative Versorgung machen. Die operative Versorgung hat 3 Stufen. Der einfachste ist vor allem die rheumatische Geschichte. Wir müssen die sogenannte Synovialektomie machen. Die Synovia ist das
Gewebe, die da Gelenkflüssigkeit produziert. Und bei Rheuma zum Beispiel ist das Problem, dass der Synovia ist entzündet. Und da kommen solche Faktoren raus, was der Gelenkknorpel und Knochen dementsprechend kaputt machen. Und wenn wir das rausschneiden, dann haben wir den auslösenden Agent praktisch entfernt und dann kann es zu einer Verbesserung führen. Wenn wir aber schon eine vorgeschrittene Arthrose haben, vor allem in Endgelenken, was ich heute auch in der Sprechstunde gesehen habe, komischerweise, dann muss das Gelenk mal versteifen. Meistens ist es so, das klingt immer böse, dass wir das Gelenk versteifen, aber die Patienten, die der Versteifung brauchen, kommen mit steifen Finger. Das ist nur, weil Wackelbeweglichkeit im Finger ist, aber das tut weh. Wenn wir versteifen, dann haben wir ein stabiles Gelenk, was nicht mehr weh tut, weil es nicht mehr wackelt. Und dann können wir in alltäglichem Leben es wieder verwenden. Und Alternative ist das Gelenkersatz wieder, die Endoprothetik. Das kann man aber nur am Grundgelenk und am Mittelgelenk machen. Am Endgelenk ist zu klein. Und dafür ist die Voraussetzung, dass wir gesunde Seitenbänder haben. Weil es macht keinen Sinn, wenn wir keine Seitenbänder haben, dann machen wir eine Prothese rein, dann wackelt es wie Kuhschwanz links und rechts. Und das bringt uns nichts, dann muss das Gelenk versteifen wieder. In Funktionsstellung, Gesundheit, möglicherweise, dass es mal so bleiben kann. Nachbehandlung ist nach der prothetischen Versorgung ist wieder 6 bis 8 Wochen. Und dann kann mit sicher ein bisschen Kraftlinderung, aber der alltägliche Leben ausüben. Alternative ist der Stoßwellentherapie. Bei Frühstadium kann es wieder bei arthrotischen Veränderungen Schmerzen lindern. Jawohl. Goethe hat gesagt, ein schöner Fuß ist ein großes Geschenk der Natur. Das war bis jetzt die Hand, jetzt gehen wir den Fuß rüber. Da haben wir eine sehr häufige Krankheit, der Hallux Valgus. Das ist so, dass es praktisch 1 zu 25 ist es die Häufigkeit. Was das ist, dass der Großzehe praktisch nach außen abweicht und damit ist das Grundgelenk, praktisch der Mittelfußknochen, nach innen verlagert und das dann hier Druckstelle ausübt und dann, wenn es ganz gekreuzt ist, dann macht dem Probleme an den anderen Fingern auch. Da können wir mal die Messung, ist es ein gesunder Großzehe und hier ist dann die Abweichung. Also die ganze Bevölkerung 12,5% ist es so, bei Frauen ist es häufiger, Gelenkprobleme ist meistens bei Frauen häufiger als es ist und in den USA machen 200.000 Operationen deswegen. Wie entsteht diese Krankheit? Diese Krankheit gibt es Ursachen, was wir vermeiden können. Die sind die, vor allem bei Frauen die Schuhwerke. Also die Hochschuhe sind auch belastende Probleme, weil der ganze Last ist auch der Großzehe. Das ist auch keine gesunde Halt für die Zehen. Und auch mal, wenn jemand so enge Schuhe trägt, was der Großzehe nach außen drückt. Deswegen eine lockere Schuh, das kann es begünstigen, dass es nicht auftritt. So zum Beispiel solcher spitzige Schuh, dann verformt der ganze Fuß mal in die Richtung. Und wenn es jemand so trägt, jahrelang, dann kann es zu Problemen führen. Und dementsprechend letztendlich, wenn es lang nicht behandelt ist, dann kann es so aussehen, dass es der Zeher sich ganz kreuz machen. Dazu kommt noch der Hammerzehe oder Krallenzehe. Das werden wir mal sehen, warum. Das ist so, wir haben Sehnen, die dann die Bewegungen mal durchführen. Der Großzehe ist sehr wichtig dafür, dass wir abrollen können. Und dann haben wir kräftige Beugesehnen, Strecksehnen und haben wir Sehnen, die dann das mal reinziehen, die Zehe. Und wenn es eine Verformung fühlt, dann der Zugkraft von der Beuge- und Strecksehnen kommt in der Mitte, also es ist an der Außenseite des Fußes und deswegen wird es
die Veränderung deutlich ausführen und immer größer machen. Deswegen, wir können am Anfangsstadium eine konservative Therapie mit Physiotherapie und Bandagen mal durchführen, aber im späteren Stadium, das wird immer schlechter. Gut, die Symptome sind ganz einfach. Manche Leute machen so, dass sie den Schuh mal ausschneiden, weil das drückt dann enorm oder kommt überhaupt nicht im Schuh. Ich kann mal sagen, ich erinnere mich selbst nicht, aber meine Eltern haben erzählt, meine Oma hatte das sehr ausgeprägt und sie war im Sandaler Winter und Sommer unterwegs und zum Beispiel war es ein Gelände, wo sie mit dem Auto nicht weiterkommen konnten und sie mussten raussteigen und das Auto schieben in 20 cm Schnee in Sandale, weil sie nicht in einen anderen Schuh reinkommen konnte. Dann haben wir ein Röntgenbild, dann machen wir, dass wir sehen, wie das ganz genau ausschaut, wo das Problem hauptsächlich liegt. Und es ist sehr wichtig, dass das Röntgenbild nicht im Liegen ist. Dann müssen wir, der Fuß ist eine Funktion, ist immer im Stehen. Dann müssen wir die Untersuchung im Stehen durchführen und auch die Röntgenbilder auch im Stehen machen, damit wir die statischen Veränderungen auch sehen. Jawohl, das habe ich schon gesagt. Am Anfangsstadium können wir Schienenbandagen, Wickelungen machen oder Physiotherapie, Gymnastik oder können wir die Risikofaktoren vermeiden, richtiges Schuhwerk oder wenn jemand Plattfuß hat, dann kann man Anlage tragen. Damit kann man Schmerz lindern und die fortschreitende Stadium verhindern. Aber irgendwann führt es dazu, dass wir operativ versorgen müssen. Hier ist eine typische Röntgenaufnahme. Da sehen Sie, dass hier das Gelenk ist schon ein bisschen krumm ist. Und dann können wir messen, wie das zwischen zwei Mittelfußknochen der Winkel ist. Und wir können noch ein paar Winkel messen. Und dann ist die klinische Untersuchung, das ist aber relativ eindeutig, da braucht man kein Diplom, dass man sieht, dass es das Zehe falsch steht. Wir werden dann die Messungen machen nach Röntgenaufnahme, so sieht es dann aus, wenn wir Röntgen machen im Stehen, dass er große Winkel hat und dann können wir die operative Versorgung planen. Jawohl, die operative Versorgung gibt es sehr viele Operationen. Heute haben wir mit Schäfers Banke eine durchgeführt. Der Schnitt ist in der Innenseite des Fußes nicht so groß, wird das Gelenk dann dargestellt und dann wird hier durchgesägt, der Knochen, damit wir das verschieben können. So sieht es auch aus. Wir machen so V-förmigen Schnitt, damit es nicht verrutscht und verkippt. Und dann können wir praktisch der Achse wieder herstellen, damit wir den Kopf praktisch reinschieben. Wie Sie sehen, den Knienkörper verletzen wir nicht. Das kann hier ein bisschen glatt machen, dass es keine scharfe Kante entsteht. Und dann müssen wir es irgendwie befestigen, entweder Schrauben oder Platten. Und dann wird es so heilen. Hier ist zum Beispiel ein Draht, was nach Verschiebung durchgeführt wurde. Und dann sehen Sie, hier war der krumm und es ist wieder gerade der Achse. Jawohl. Da haben wir mehrere Methoden. Wir können den Schaft auch lang, das hat der Herr Scarf entdeckt und durchgeführt. Da können wir nach Verschieben mit kleinen Schrauben mal befestigen. Oder wenn wir größere Defekte haben und schon Verschleiß in diesem Bereich, dann können wir nach Lapidus operieren. Da können wir da hier das Gelenk praktisch ausschneiden und dann versteifen. Das hat keine große Beweglichkeit, das Gelenk und der krumme Zehe ist wieder gerade. Und mein Chef führt diese Operation nach Stoffeller durch. Das haben wir heute auch gemacht. Das ist praktisch auch mal eine Schnittführung und dann wird der Kopf reingeschoben nach außen und dann wird es mit einer Schrauben und einer System in den Markraum befestigt, da wird es dann heilen und es wird dann wieder gerade sein. So sieht das dann aus, präoperative Aufnahme ohne Nagellack und postoperative Aufnahme mit Nagellack, vorher und nachher,
Bildern, aber sieht man einen Unterschied. Wenn ich von diesem Aspekt anschaue, ich sehe keine Narbe, also das ist wieder ein schöner Fuß. So sieht es aus. Präoperativ starke Veränderung, nach einer Woche schon konsolidierte Wunde, gerade Zehe. Und nach 6 Wochen, wenn wir die Belastung freigeben, ist schon ein bisschen verkrustet, aber das ist Entschuldigung. Also nach 6 Wochen sieht es so aus und dann können wir die Beweglichkeit freigeben. Wie ist die Nachbehandlung? Die Nachbehandlung ist eigentlich mit sogenannter Vorfußentlastungsschuh. Das ist ein spezielles Schuhwerk, was Sie hier sehen, die vordere Seite ist praktisch in Luft ist, dass es dann praktisch relativ schnell wir die Vollbelastung mal lassen in diesem Schuh, weil das, der Abroll ist praktisch ausgeschlossen. Ein paar Tage Teilbelastung, bis Wundschmerzen da sind und danach kann man es voll belasten und mit diesem Schuh laufen. Und nach 6 Wochen, wenn das Knöchel befestigt ist, dann können wir den Schuh weglassen und dann kann das alltägliche Leben wieder normal aufgenommen werden. Ich habe schon erwähnt, zum Hallux kommt sehr häufig Hammer und die Krallenzehen, weil die sind praktisch von der Plattfuß vorgeschrieben, dass der Fuß strategisch mal sich verliert und deswegen die Veränderungen entstehen. Der Hammerzehe ist eine Beugung hier im Gelenk und der Krallenzehe ist noch dazu eine Luxation hier im Grundgelenk. Und das führt dazu, dass es so krumme Zehe kommt, was auch mal Beschwerden macht, dass hier mit dem Schuhwerk zur Berührung kommt. Und dann kommt die Hyperkeratose, Hühneraugen und so weiter und so fort. Und das tut dann weh, ich passe nicht in die Schuhe rein, deswegen gehe ich zum Arzt. Aber das kommt häufig mit Hallux Valgus zusammen. Die Therapie ist wieder Möglichkeit der konservativen Therapie, Einlagen und Krankengymnastik, das ist im Frühstadium. Die operative Versorgung ist eigentlich keine große Zauber. Das ist nach Hohmann genannte Operation. Das wird so durchgeführt, dass wir praktisch hier, weil hier die Strecksehne verkürzt ist und das Problem führt, wir müssen das Glied etwas verkürzen. Wir müssen ein Grundgliedköpfchen absägen, Knorpel vom Mittelglied abnehmen und dann das Gelenk praktisch versteifen in eine, in eine gute Position. Dafür müssen wir ein Draht durch der Zehe mal durchbohren. Die bleibt dann 6 Wochen drin, bis das hier Knöchel durchgebaut ist und dann ist es so stabil. Die Zehe, dafür brauchen Sie keine Angst haben. Die Zehe außer den Daumen hat keine große Funktion. Bei Abrollen bewegen kann es, weil im Gelenk kann es, hier auch kann. Deswegen die Abrollbelastung ist nicht gestört, aber die Beschwerden sind weg und die Zehe ist wieder gerade. So sieht es dann im Leben aus. Das ist eine präoperative Planung mit Hallux Valgus und auch mal Hammerzehe. Da ist geplant hier der Umstellung gemacht und weil das, die Zehe selber auch krumm war, da wurde auch ein Keil ausgesägt und das ist auch mal wieder nach innen gerichtet, dass der erste Strahl der Großzehe wieder gerade ist und der Hohmann-Operation wurde hier auch bei Hammerzehe, das sehen wir auf der AP-Aufnahme, also von oben nach unten drauf schauen, nicht ganz, das machen wir seitliche Aufnahme, dann sehen wir die Veränderung, wie der Zehe steht. Da wurde der Köpfchen, wieso sieht das aus normalerweise, der Köpfchen wurde hier abgesägt und der Knorpel weggenommen und mit einem Draht mal befestigt. Was vorne rausschaut, das kommt nach 6 Wochen raus und das meistens geht es ohne örtliche Betäubung, weil die örtliche Betäubung genauso schmerzhaft ist wie den Draht mal ganz schnell rauszuziehen. Jawohl. Nächste Krankheit ist der Hallux Rigidus, also der Großzeherverschleiß praktisch. Der Großzeher hat sehr gute Beweglichkeit und sehr wichtige Funktion beim Abrollen. Also ohne Großzeher kann ich relativ schlecht abrollen. Da muss praktisch neu lernen, wieder zu laufen. Das macht automatisch Entschuldigung. Jawohl, aber der hat recht, wir können weitergehen.
Was ist das Problem? Also Arthrose ist der Knorpel, kommt weg vom Gelenk und dann, wie wir früher gesehen haben, der Körper versucht mal, dass man mehr Knochen überbauen, aber das schafft es meistens nicht und dann kommen solche Knochensporen. Das macht es automatisch, Entschuldigung. Knochensporen, die dann die Beweglichkeit verhindern und dann bei alle Abrollen kommt es ein Stoß, Knochen gegen Knochen und das tut dann weh und das führt den Patienten zum Arzt. Was können wir hier machen? Hier kann man wieder die ACP-Therapie, also diese Doppelspitze Eigenbluttherapie verwenden im Frühstadium. Also das ist wieder so, wenn es ein ausgeprägter Verschleiß ist, wo kein Gelenkknorpel mehr ist, dann können wir damit wenig bis nichts erreichen. Aber wenn es Anfangsstadium ist, wo es naja, ab und zu mal wehtut, dann können wir Schmerzlinderung für ein halbes Jahr, ja, erreichen. Jawohl. Das ist hier das normale Tritt, kann es gut. Und dann hier bei Belastung kommt der Knorpel weg, Gelenkspalt verschwindet. Und dann wird es degenerativ verändert. Das führt dahin, dass das Gelenk praktisch nicht mehr beweglich ist und nur Schmerzen macht. So sieht das am Röntgenbild aus. Diese Aufnahme, das ist eine sogenannte AP-Aufnahme, das schauen wir von oben drauf. Da sieht man, dass hier Knöchelveränderungen ist, das Gelenk nicht mehr so scharf wie auf der anderen Seite, nicht mehr so schön. Auf der seitlichen Bild sieht man es relativ schlecht, weil der alle Zehe. Entschuldigung, das bin ich nicht. Alle Zehe überlagert sind, aber hier sieht man, dass es hier praktisch dieser große Knochenüberbau ist und es verhindert mal, dass mal Beweglichkeit drankommt. Was können wir da machen? Wir können diese Überwachsungen entfernen, kleine Schnittchen machen, damit ist die Beweglichkeit wieder hergestellt. Dann kann der Patient seine Zehe wieder gut bewegen. Oder wir müssen eine Prothese einbauen. Die Voraussetzung ist wieder die gute Bandapparat und auch hängt davon ab, was der Patient machen will. Wenn es um einen jungen Mann geht, der kommissionär arbeitet und muss jeden Tag 2 Tonnen bewegen, dann empfehlen wir keine prothetische Versorgung, weil die Stabilität ist in der prothetischen Versorgung nicht so gut ist. Dann, wenn es zum Beispiel ein junger Mann ist, weil es ein Trauma passiert, ein Hammer ist draufgefallen, es war gebrochen und es zum Verschleiß geführt ist, dann müssen wir das Gelenk versteifen, weil mit dem steifen Gelenk haben wir eine gute Funktion, die Abrollbewegung ist gewährleistet, braucht man eventuell spezielle Schuhe mit Abrollhilfe, aber da kann gut laufen und ist stabil und kann heben, was er will und dann kann es nicht passieren. Jawohl, so sieht das dann in einem Modell versorgtes Gelenk aus, dass hier eine prothetische Versorgung ist, ein künstliches Gelenk ist und dann kann es wieder schmerzfrei bewegen. Die Versteifung kann mit Schrauben durchgeführt werden oder andere Methoden. Da muss er in eine gute Stellung versteifen, dass es ein bisschen nach oben steht, dass die Abrollbelastung nicht so behindert und dann braucht er einen speziellen Schuh. Jawohl, diese speziellen Schuhe sind mit Abrollhilfen, dass hier praktisch mal das Gelenk entlastet ist und damit kann man wieder gut laufen. Zum Beispiel die MBT-Schuhen, die dann vor, glaube ich, 10 Jahren sehr berühmt waren, da können auch mal eine Hilfe sein. Jawohl, was wir noch reden, worüber wir noch reden möchten, das sind die sogenannten Fersensporen. Das ist auch eine häufige Krankheit, sehen wir fast jede Woche. Ein Patient, der kommt ohne Trauma, Schmerzen, direkt in der Fußmitte. Das kann mit sogenannten Fersensporen, also so Auswachsungen kommen, aber kann es auch ohne kommen. Hier haben wir am Fersenbein eine große Faszie, was praktisch die Haut- und auch Muskelansätze ist. Und wenn hier irgendwelche Schädigung entsteht, zum Beispiel hier eine Knochenwachstum, dann bei allen Tritten führt es eine Verletzung in diese Strukturen und das führt dann zu Schmerzen. Und diese Schmerzen sind auch sehr hartnäckig
Also das kommt heute auf morgen und der Patient unzufrieden kommt nach zwei, drei Monaten wieder zu uns. Ich habe alles getan, was Sie gesagt haben, aber ich habe noch weiterhin Schmerzen. Also da können wir nicht erwarten, das muss man auch wissen, dass es ein halbes Jahr, Jahr ausdauern kann. Und es ist echt ärgernd, wenn man bei allen Schritten Schmerzen hat. Was kann da man machen? Stoßwellentherapie, wie hier auf dem Bild, das ist am Achillessporn, kann man verwenden. Auch mal ACP-Therapie kann man verwenden. Die operative Versorgung ist eher rückhaltend, weil die Endergebnisse sind nicht so gut. Kann man Nervenverletzung machen. Deswegen die konservative Therapie ist vorgeschritten. Richtige Anlage, wo diese Stelle hier mit einem Jelly mal unterstützt ist. Massagen, Entlastungen und Physiotherapie. Das wäre gut. Also ich möchte jetzt Ihre Aufmerksamkeit herzlich bedanken. Und ich möchte noch hinweisen, dass wir jeden Tag Sprechstunden haben, hier im Haus auch, außer Dienstag. Wenn Privatsprechstunde, wenn Sie zum Chef kommen möchten, dann ist es am Mittwoch von 13 bis 16 Uhr. Sie brauchen keine Einweisung, Sie brauchen nur einfach uns anrufen und Termin ausmachen. Sprechstunde machen wir nachmittags, außer dienstags. Und freitags haben wir auch vormittags. Aber wir stehen jederzeit zur Verfügung. Und wenn Sie jetzt Fragen haben, dann können Sie gerne fragen.